In dieser Folge möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, das auch ganz, ganz viele Menschen betrifft, aber wie bei so vielen Themen, die unsere psychische Gesundheit betreffen, oft nicht ausreichend Beachtung findet. Es geht um die sogenannte Parentifizierung und wie sie im Erwachsenenalter zu toxischen Beziehungen mit narzisstischen Personen führen kann. Wenn du dich immer wieder in ungesunden und belastenden Beziehungen wiederfindest, dann könnte es tatsächlich sein, dass die Wurzeln in deiner Kindheit liegen. Also, lass uns hier gemeinsam dieses ja etwas komplexe Thema erkunden und dabei wie immer empathisch und mitfühlend vorgehen. Zuerst möchte ich die Frage beantworten, was ist überhaupt Parentifizierung? Und zwar bezieht sich Parentifizierung auf eine oder mehrere Situationen in der Kindheit, in der das Kind gezwungen ist, frühzeitig die Rolle eines Elternteils zu übernehmen. Und das kann aus verschiedenen Gründen geschehen, zum Beispiel, wenn ein Elternteil körperlich oder emotional abwesend ist, psychische Probleme hat, zum Beispiel Depressionen hat oder alkoholkrank ist oder sich eben einfach nicht in der Lage fühlt, die elterliche Verantwortung wahrzunehmen. Das Kind ist dann wirklich gezwungen, sich um eventuell jüngere Geschwister oder sogar auch um den Elternteil zu kümmern. Und in meiner Coaching-Praxis begegnet mir das immer wieder, dass meine Kunden als teilweise 5- oder 6-jähriges Kind die Rolle der Mutter oder des Vaters übernehmen mussten. Sie mussten Entscheidungen treffen, die sonst die Eltern treffen, weil die Eltern oder der Elternteil gar nicht in der Lage war, diese Entscheidung zu treffen. Eine Kundin zum Beispiel von mir ging als 13-Jährige zu den Elternabenden ihres jüngeren Bruders, weil die Mutter nicht in der Lage dazu war. Und eine andere Kundin musste bereits als 8-Jährige entscheiden, dass die Mutter in eine Klinik muss und sie hat selbst den Notarzt dafür gerufen, und das veranlasst. Und diese Art der Rollenumkehr kann in der Kindheit sicherlich eine gewisse Stärke und ein sehr, sehr hohes Verantwortungsbewusstsein fördern. Aber, und das ist sie vor allem, eine immense Last auf den Schultern des kleinen Kindes. Das Kind muss eine Last tragen, die gar nicht ihm gehört. Weil statt unbeschwert die eigene Kindheit zu genießen, wird es gezwungen, Erwachsenen ähnliche Entscheidungen zu treffen und eine viel, viel zu hohe Verantwortung zu tragen, die überhaupt nicht in seinem Aufgabengebiet liegen sollte. Und das Ganze bleibt natürlich nicht ohne Folgen. Und diese Folgen zeigen sich häufig besonders schmerzhaft im Erwachsenenalter. Die Folgen nämlich dieser Parentifizierung können dann besonders tiefgreifend und besonders komplex sein, weil das Kind, das sich um die Bedürfnisse anderer kümmern musste, hat meistens nicht gelernt, sich selbst an erste Stelle zu setzen und eigene Grenzen zu setzen. Und es hat ganz häufig auch nicht gelernt, eigene Bedürfnisse zu haben, denn diese wären damals hinderlich gewesen. Und so kann es nun als Erwachsener sehr, sehr große Schwierigkeiten haben, die eigenen Bedürfnisse überhaupt erst einmal zu erkennen und dann zu kommunizieren. Weil es wurde ja jahrelang darauf konditioniert, sich um andere zu kümmern. Genauso wie es jahrelang konditioniert wurde, dass seine eigenen Bedürfnisse nicht wichtig sind. Und diese Dynamik kann dann im Erwachsenenalter zu problematischen Beziehungsmustern führen, besonders und erst recht, wenn diese Person auf toxische Persönlichkeiten wie Narzissten trifft. Und wie du vielleicht weißt, sind narzisstische Menschen Menschen, die ein übermäßiges Bedürfnis nach Bewunderung und Anerkennung haben und auch sehr oft egozentrisch und unfähig sind, die Bedürfnisse anderer angemessen zu berücksichtigen. Sie suchen sich deshalb Partner, die bereit sind, die Bedürfnisse des Partners oder der Partnerin über ihre eigenen zu stellen. Und das kann für all die Menschen, die in ihrer Kindheit parentifiziert wurden, eine fatale Anziehung ausüben. Die parentifizierte Person ist es ja gewohnt, die Bedürfnisse anderer über ihre eigenen zu stellen und sich selbst zurückzunehmen,
um wiederum Harmonie und Anerkennung zu bekommen. Die meisten parentifizierten Menschen, mit denen ich in meiner Coaching-Praxis arbeite, äußern auch häufig Sätze wie: Ich mag keinen Streit oder ich möchte keinen Streit oder ich hasse Streit. Und sie tun alles, um schnellstmöglich wieder Harmonie zu haben oder eben die oft in Anführungsstrichen scheinbare Harmonie aufrechtzuerhalten. Und dadurch verstricken sie sich natürlich besonders leicht in toxische Beziehungen mit Narzissten, weil diese Menschen die Fähigkeit haben, ihre Partner charmant zu manipulieren und emotional abhängig zu machen. Modern ausgedrückt ist das quasi leider das perfekte, schmerzhafte Match. Und so geschieht es dann auch sehr häufig, dass das Verhalten der narzisstischen Person dazu führt, dass die parentifizierte Person immer tiefer in die Rolle des Fürsorgers gedrängt wird, während, ich erwähnte es schon, ihre eigenen Bedürfnisse immer weiter ignoriert werden. Und die parentifizierte Person fühlt sich zwar nicht immer wohl, aber dadurch, dass sie ja dieses Verhalten aus ihrer Kindheit kennt, kommt sie lange Zeit gar nicht darauf, dass sie in einer toxischen Beziehung ist. Weil, weißt du, alles, was wir aus der Kindheit kennen, fühlt sich erst einmal vertraut an. Dadurch fühlt es sich sicher an und damit fühlt es sich normal an. Es ist aber natürlich alles andere als normal. Und es ist auch nicht normal, die eigenen Bedürfnisse immer hinten anzustellen. Und so kommt es, dass diese unausgeglichene Beziehung dann zu emotionalem Missbrauch und einem ständigen Gefühl der Entwertung führt. Und was kann jetzt hier ein Ausweg, was kann hier eine Lösung sein, fragst du dich bestimmt. Und die beiden Zauberwörter sind hier wieder mal Selbstreflexion und Grenzen setzen. Und wenn du dich in dem, was ich bisher gesagt habe, wiedererkennst und wenn du das Gefühl hast, in einer toxischen Beziehung gefangen zu sein, dann ist der erste Schritt, um eine Veränderung zu bewirken, die Selbstreflexion. Das heißt, nimm dir wirklich die Zeit, um dich mit deiner Vergangenheit auseinanderzusetzen und zu verstehen, wie die Parentifizierung deine Beziehungsmuster geprägt hat. Dazu kannst du dir einige wichtige Fragen stellen, die ich dir hier sehr, sehr gerne mitgeben möchte. Und da ist erstens die Frage, die du dir stellen kannst: Wie hat die Parentifizierung meine Selbstwahrnehmung beeinflusst? Zweitens, welche Muster in meinen Beziehungen wiederholen sich immer wieder? Und drittens, warum fühle ich mich oft verpflichtet, die Bedürfnisse anderer über meine eigenen zu stellen? Und der nächste Schritt ist dann das Setzen von klaren Grenzen. Und ich lade dich von Herzen ein, dass du lernst und erkennst, dass es absolut in Ordnung ist, für dich selbst einzustehen und dass du dich um deine eigenen Bedürfnisse kümmern darfst. Du bist nicht dazu da, die Lasten anderer zu tragen. Das hast du vor allem lange genug gemacht und du darfst jetzt ein für alle Mal damit aufhören. Und erst recht, wenn es inzwischen auf Kosten deiner eigenen Gesundheit und deiner Lebensqualität geht. Es kann hier auch sehr hilfreich sein, dass du dir professionelle Unterstützung holst. Ein professioneller Coach, der sich wirklich mit den Themen auskennt, kann dir dabei helfen, deine Vergangenheit zu verarbeiten, neue und vor allem hilfreiche Bewältigungsmechanismen zu entwickeln und deine Beziehungsmuster zu verbessern. Und such dir hier jemanden, der sich wirklich mit Narzissmus auskennt. Also, meine liebe Zuhörerin, mein lieber Zuhörer, die Parentifizierung kann eine große Herausforderung sein, die man lange, lange bis ins Erwachsenenalter mit sich trägt, sofern man sie nicht auflöst. Und dieses Auflösen geht im Idealfall einher mit Selbstreflexion, mit der Bereitschaft, Veränderungen vorzunehmen und mit professioneller Unterstützung. Dann kannst du dich von den toxischen Beziehungen mit Narzissten befreien und vor eine gesunde und erfüllende oder eine gesunde und erfüllende Partnerschaft aufbauen. Und zwar eine Partnerschaft auf Augenhöhe, mit gegenseitigem Respekt und gegenseitiger Wertschätzung. Und wenn du das Gefühl hast, dass ich die richtige Begleitung für deinen Weg bin, dann buch dir gern eine unverbindliche und kostenfreie Kennenlernsession auf meiner Website danielakreisig.de
Und wenn du sagst, naja, ein paar mehr Informationen hätte ich gerne noch, dann trag dich in meinen Newsletter ein. Dort bekommst du auch Tipps und Impulse und natürlich immer wieder aktuelle Infos zu neuen Kursen und Programmen von mir. Ich würde es so schön finden, wenn dir mein Input der heutigen Folge etwas weitergeholfen hat und du jetzt das eine oder andere etwas besser einordnen und leichter erkennen kannst. Und wie immer meine Frage, wen kennst du, für den diese Folge hilfreich sein könnte? Dann leite bitte sehr, sehr gern diese Folge weiter. Und übrigens, am 27. September findet mein nächstes für dich kostenfreies Webinar endlich wieder ich statt. Wir treffen uns per Zoom um 20 Uhr und wenn das spannend für dich klingt, endlich wieder du selbst zu sein, dann trage dich gerne ein und sei dabei. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder sehen oder wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Daniela. Tschüss!